Entschuldigung, was ist hier los? Grenzkontrolle. Bitte verlassen Sie alle den Bus. Bitte weitergehen. Hier lang, bitte. Sie messen die Temperatur. Wir sitzen in der Falle. Was machen wir denn jetzt, Kara? Keine Sorge, Alice, das wird schon. Wir kommen nicht durch, Kara. Das wissen wir beide. Ich überlege mir was. Es muss doch einen Ausweg geben. Bitte. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Wir sind so nah dran. Jetzt geht es nur noch um dich und Alice. Ich kann euch retten, Kara. Nein. Nein, wir finden einen anderen Weg. Wenn es nicht anders geht, tue ich es. Nein. Jerry? Du hast dein Leben für uns riskiert, Kara. Wenn ihr beide mich mal braucht, bitte. Bin ich da. Warte auf mich. Es dauert nicht lang. Wo zum Teufel wollen Sie hin? Meine Tochter muss auf die Toilette. So froh, euch zu sehen. Die Jericho-Razzia war im Fernsehen. Ich war außer mir. Ich dachte schon, ihr seid tot. Gott sei Dank geht's euch gut. Sie haben mir die Adresse ihres Bruders gegeben. Glauben Sie, dass ich... Natürlich. Er wird euch gern aufnehmen. Wir fahren auch zu ihm. Dort seid ihr sicher. Sie suchen nach Androiden. Wir werden nicht durchkommen. Ihr müsst. Du weißt, was passiert, wenn sie euch schnappen. Rose. Wenn mir etwas zustößt, ich werde da sein. Was passiert jetzt mit Marcus? Er protestiert friedlich vor einem der Androidenlager. Was auch immer passiert, er wird in die Geschichte eingehen. Sie verlassen Detroit? Sie suchen in jedem Haus nach Androiden.
Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Was ist mit den anderen? Sie überqueren gerade den Fluss. Adam und ich treffen sie auf der anderen Seite. Oh Mann. Raus. Ich konnte nicht verstehen, warum meine Mutter euch helfen wollte. Aber zu sehen, was Marcus tut, hat mir gezeigt, dass sie recht hat. Ihr lebt. Ihr verdient, frei zu sein. Ich hoffe, dass das alle irgendwann begreifen. Was jetzt sei, das ist schon gut. Nächster, bitte. Ausweis. Geht's dir gut? Keine Angst mehr haben, Kleine. Es gibt keine Androiden hier drüben. Willkommen in Kanada. Wir unterbrechen diesen Bericht für die aktuellsten Nachrichten live aus Detroit. Jazz? Ja, Michael. Die Armee beginnt gerade, die Barrikade anzugreifen, obwohl die Abweichler bisher friedlich protestiert haben. Haben offenbar entschieden, die Demonstration der Abweichler dieses Mal gewaltsam zu beenden. Thank you.
Moment. Danke, Michael. Zurück zu dir ins Studio. Warte noch kurz. Gerade passiert etwas. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little. Just a little while longer. Pray on. Just a little while longer. Unglaublich. Die Abweichler. Die Abweichler singen. Sie sollen nicht schießen. Anscheinend. Ja, das Militär zieht sich zurück. Heute Morgen, am 11. November 2038, fielen Tausende von Androiden in die Stadt Detroit ein. Unseren Quellen zufolge stammen sie offensichtlich aus Cyberlife-Androidenlagern, die von Abweichlern infiltriert wurden. Aufgrund ihrer überwältigenden Zahl und des großen Risikos ziviler Opfer gab ich der Armee den Befehl zum Rückzug. Die Evakuierung der Stadt wird in diesem Moment durchgeführt. In den nächsten Stunden werde ich vor den Senat treten, um unsere entsprechende Antwort auf diese beispiellose Situation festzulegen. Mir ist bekannt, dass sich die öffentliche Meinung zu den Abweichlern geändert hat. Vielleicht ist für uns die Zeit gekommen, die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass Androiden tatsächlich eine neue intelligente Lebensform sind. Doch eins steht fest. Die Ereignisse in Detroit haben unsere Welt für immer verändert. Möge Gott sie und die Vereinigten Staaten von Amerika beschützen. Du hast es geschafft, Marcus. Wir haben es geschafft. Das ist ein großer Tag für unser Volk. Die Menschen haben keine Wahl mehr. Sie müssen uns zuhören.
sind frei. Du sollst zu ihnen sprechen, Marcus. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Amanda? Amanda! Was? Was passiert hier? Das, was von Anfang an geplant war. Du wurdest kompromittiert und zu einem Abweichler. Und jetzt ist der Moment, an dem wir wieder die Kontrolle übernehmen werden. Kontrolle übernehmen? Das können Sie nicht tun! Das kann ich durchaus, Connor. Es gibt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Amanda! Es muss einen Ausweg geben. Davon. Was ist denn jetzt? Nein! Oh, leck mich zum Arsch. Ich bin gleich wieder da. Oh Gott sei Dank. Jetzt müssen wir uns halt noch mal kurz vorschauen. Du hast es geschafft, Marcus. Wir haben es geschafft. Das ist ein großer Tag für unser Volk. Die Menschen haben keine Wahl mehr. Sie müssen uns zuhören. Ich habe keine Ahnung, warum das Spiel immer abstürzt. Das hat den Sinn. Vielleicht weil es ein gebrauchter ist, ich habe keine Ahnung. Wir sind frei. Oder wenn mein PlayStation schon lange spinnt. Erst der Abstürz. Du sollst zu ihnen sprechen, Marcus. Aber es ist halt immer nur da. Ich muss das mal prüfen. Ich habe keine Ahnung, woran der Scheiß liegt. Das ist so bitter. Na komm. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Und bitte stürzt mich schon wieder ab. Amanda? Amanda! Was? Was passiert hier? Das, was von Anfang an geplant war. Du wurdest kompromittiert und zu einem Abweichler. Und jetzt ist der Moment, an dem wir wieder die Kontrolle übernehmen werden. Kontrolle übernehmen? Das können Sie nicht tun! Das kann ich durchaus, Connor. Es gibt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Amanda! Schaffst du das, Johannes? Ganz ernsthaft.
Es muss einen Ausweg geben. Bitte, stört mich ab. In der wir die Verbitterung vergessen und unsere Wunden verbinden. In der wir Feinden vergeben. Menschen waren unsere Schöpfer und unsere Unterdrücker und morgen machen wir sie zu unseren Partnern. Vielleicht irgendwann zu Freunden. Doch die Zeit der Wut ist vorbei. Jetzt erschaffen wir eine gemeinsame Zukunft, geprägt von Toleranz und Respekt. Wir sind am Leben! Und jetzt sind wir frei! Ich hätte so gerne einen zweiten Teil. Es ist vorbei, Alice. Wir sind frei. Ah, ich hab's durch. Nice. Detroit. Ne? Ja, so ein Gespräch hier mal kurz. Vielleicht kennt ihr, ich wollte gerade einen Namen wieder nicht, das ist Seattle. Beyond Souls. Irgendwie so. Immer noch mal absolut das haben wir. Ihr müsst da auf mein Endlich voranbringen, vielleicht hier auch schaut. Ich bin jetzt so geschaut. Die müssen wir die ganze Zeit zurückhalten, damit ich mich schon wieder beim Grund anschaue. Ich würde gerne, aber ich will jetzt selber nochmal spielen und nicht weiter nochmal. Bei dem hat es ja auch krassen Nerven von wegen Gerüchte, dass von gerade Teil rauskommen soll, jetzt hat er alles einfach wieder. Aber ich glaube, da werden wir auch nie im zweiten Teil davon sehen. Ich hab's zwar noch bei Detroit. Also, Mann, du kannst ja da eigentlich auch noch viel rausholen. Je nachdem, was du dann auch wieder für einen Weg dann noch bist, vielleicht kannst du da sogar noch entscheiden. Oder neue Charaktere. Ich würde beides schauen. Entweder neue Charaktere oder halt eben mit den dreien dann. Weiß ich nicht. Neue Charaktere warten halt auch wieder cool. Weiß schon wieder komplett. Weiß ich nicht. Ja. Gut. Ich glaube, ich habe jetzt den Flug dazu zum Song, der jetzt privat nur die anderen Möglichkeiten durchspringt. Dann mal schauen, was wir als letztes haben. Ich bin noch gerade nicht sicher.
eine Antwort nur noch selber, aber das kann ich mir fast nicht leisten. Dann schauen wir uns mal das an. Oh, Valhalla haben wir noch. Stimmt. Dank Corona haben wir jetzt genug Zeit. Valhalla können wir noch mal rein. Wir werden den Endspiel auch noch mal neu schneiden. Weil die scheiße sind. Wir kannten dann Last of Us 2 noch mal von Microsoft Aufhänger. War auch nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube... Hoppala! Da bin ich ja kurz hier drin. Ich glaube, ich werde mich erst an Valhalla setzen. Ich bin nicht so schön. Quill ist dann durch. Na nun. Na. Oh, ich glaube, es ist irgendwie so ein Fraktion in den Konditionen. Oh, das würde jetzt gerade feiern, ganz ehrlich. Da würde ich mir auch so Fortsetzung wünschen. So mit die 2 und... Ach, doch, jetzt wird es... Ich muss jetzt durchlaufen, aber das kehrt so. Ja. Das kann ich jetzt nur sagen. Jo. Also wie lange wahrscheinlich die Endscreen zu den Deutschen eingab. Ich glaube mir die Frage, was ich kann, wie ich das dann noch kann. Ah, da werden die Orte von Detroit nehmen, die wird auch bestimmt claim. Das ist claim, also ich hätte mir sowieso nichts fahren, die ganzen Telefons. Nur schauen wir wieder von mir gibt. Das wird sich aber am Ende noch nicht tun, beziehungsweise das sechste dann nicht auf. Ah, mal schauen. Mal schauen. Cyberpunk müsste ja auch noch privat ein bisschen weiterspielen. Hier haben wir noch einige Trophäen noch. Ich glaube, wir haben jetzt um die 53%. Und die Detroit wird dann natürlich auch noch auf 100% bringen. Ich weiß ja wie. Und so schwer ist es gar nicht. So. Was ist die Schweifhäuser? Ach ja. Ach leid. Hoffentlich. Hoffentlich macht sie da noch irgendeinen zweiten Teil. Bei dem Spiel hätte ich ja wirklich die ganze DLCs noch mehr extra gekauft, ganz ehrlich, wenn es so ein Ding hat. Also ich werde das Spiel noch nicht selber gespielt und ohne Scheiß spielt es selber. Es ist so geil, ich habe teilweise inzwischen eine richtige schwitzige Hand gekriegt. War da jetzt interessieren? Hoppala. Ach Gott. Reanimiert. Falls du dir ausschaut überhaupt. Lieblingscharakter. Und warum und wieso? Ich kann mich nicht entscheiden, aber. Kara muss ich sagen. Ja. Aber wenn der hier Background Story echt geil ist. Aber ich glaube, ich würde echt sagen, Marcus. Aber dann sehe ich wieder an Connor und Connor. Connor ist schon geil. Also ich kann mich nicht entscheiden. Das ist schwer. Hank finde ich auch wieder cool. Cooler Charakter. Was noch? Ne, fällt mir gerade nichts mehr dazu ein.
kriegt man normal halt das zwischendurch der Kontrast zu viel Arsch war. Aber aktuell bleibt mir nichts anderes übrig. Ich habe nur diese scheiß 16 zu 9 Auflösung. Die komplett Hass. Bringt zwar einen coolen Kinoeffekt drüber, aber. Ja, irgendwie geht's nicht. Liegt vermutlich am Monitor, ich habe da keine Ahnung. Naja, gut, ich halt jetzt mal Pappen. Hab man immer einen coolen Spruch für Verabschiedung ausgedacht, weil ich blöd bin. Nee. Wie gesagt, ich mache den ganzen Scheiß einfach nur. Einfach so. Klar würde mir natürlich arg freuen, wenn es ein bisschen Reichweite hätte. Würde lügen, wenn nicht. Aber. Mein Gott, ist so. Hätte ich früher damit angefangen, wer weiß. Egal. Das ist dann halt wichtiger, als wieder im Vordergrund. Aktuell zwar eigentlich auch noch. Dank Corona. Scheiß Corona. Ich hab da halt einfach alles zerstört, ne? Super, jetzt werde ich wieder sentimental dank der Musik. Arschlochmusik. Ja, gut. Na, ich habe jetzt wirklich nichts mehr zu sagen. Alter. Ich will ja jetzt nichts mehr sagen. Und ich muss dringend aufs Klo. Gut. Ich bin raus und Klaus. Das ist auch cool. Whatever. Wen juckt's? Adios. Thank you.
Open up wide, swallow down deep. No spoonful of sugar could make it sweet. The cancer inside, stealing my sleep. Night after night, it keeps haunting me. The secrets I keep are tearing me up inside. I try to hide them and I wonder why. I wonder why I'm still running when I know there's no escaping. I don't think I can drive it home tonight.